So, wenn du einen Stern im Stern machen willst, dafür musst du eigentlich nicht unbedingt Curves bemühen. Das kannst du auch ganz leicht mit Mesh Modeling machen. Dazu den Standard Cube löschen. Ansicht von oben. Orthographic View. Shift A. Mesh Circle. Dann hier eingeben 10. Tab in den Edit Mode. Hier unten Select Every Nth Number. Und dann S, das rausziehen, so, alles markieren, E für Extrude und dann gleich Alt-S und dann einfach entweder nach außen, ja, nehmen wir es mal nach außen skalieren, zock, dann hast du das Ganze schon zweidimensional. Wenn du es jetzt nochmal alles markierst, E, Z, halt Z. So. Bitteschön.